Herzlich willkommen zum 112. Netzpolitischen Abend. Das ist der letzte Netzpolitischen Abend dieses turbulenten Jahres, was wir alle zusammen hinter uns gebracht haben. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Genau. Unser Programm, unser Hashtag für heute Abend lautet NPA112. Falls ihr Lust habt, euch im Internet einzubringen, wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn wir Rückmeldungen auf Twitter bekommen oder Fragen oder Anmerkungen. Die kann ich dann nämlich vorlesen nach dem jeweiligen Vortrag. So, und unser Programm für heute schaut so aus. Als erstes gibt es ein kleines Update der DigiGuess von Elke Steven. Und danach kommt ein Reclaim Your Face Update von Leonie Dorn. Danach kommt es zum Bündnis Digitale Stadt mit Friederike Rode und Dominik Pietron. Und ganz zum Ende kommt noch Tom Jennison, der DigiGuess, mit einem DSA Update. So, dann würde ich auch schon mal Elke auf die Bühne bitten. Das Mikrofon bringe ich ihr. Das liegt da. Herzlich willkommen. Genau, jetzt funktioniert's. Ich bin Elke Steven. Viele werden mich noch kennen, weil ich bis Ende letzten Jahres Geschäftsführerin bei der DigiCase war. Heute will ich kurz über die Mitgliederversammlung berichten, die wir Ende November organisiert haben. Wie das eben in diesen Zeiten ist, war Corona immer noch wieder so, dass wir es leider nur weitgehend digital machen konnten. Und solche Mitgliederversammlungen sind natürlich auch vorrangig mal erst bürokratische Notwendigkeiten. Und trotzdem gibt es eben davon zu berichten, denn auf der einen Seite machen diese Mitgliederversammlungen eben auch die notwendig und eben aber auch mal einmal konzentriert sichtbar, was die Beteiligten eigentlich in diesem Jahr geleistet haben. Und das ist einfach eine Unmenge, wenn man dann einmal so rundum hört, was alles an Themen angestanden hat, welche verschiedenen Aktionen stattgefunden haben. Und deshalb gilt auch hier nochmal der besondere Dank einerseits dem Vorstand davon, Benjamin Wolf, Rüdiger Weiß und Volker Grasmuck, und natürlich der Geschäftsstelle mit Tom und Ipank und Paula, die einfach in dem letzten Jahr wirklich richtig viel geleistet haben. Über das, was alles angestanden hat, also das Protokoll von der Mitgliederversammlung und auch im Jahresbericht, werdet ihr einfach auch nochmal da auch konzentriert nachlesen können. Aber das tut man natürlich dann letztlich doch eher selten. Rüdiger und Benjamin waren dann bereit, sich auch wieder für den Vorstand zu kandidieren und bereit zu sein, das noch weitere 2 Jahre zu machen. Volker wollte diesmal nicht kandidieren. Stattdessen habe ich dann kandidiert und wir drei sind dann einstimmig zum Vorstand gewählt worden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Benjamin und Rüdiger in den nächsten 2 Jahren. Sehr gefreut habe ich mich dann auch, dass wir am Ende der Mitgliederversammlung es noch geschafft haben, mit den leider wenigen Mitgliedern wirklich ins Gespräch zu kommen und ein Stück auch Perspektiven diskutieren zu können. Wie soll es eigentlich weitergehen? Was kann das sein, was die DigiGuess speziell leisten kann? Einerseits ist ja völlig klar, die Themen gehen uns nicht aus, überall stehen genügend Baustellen an. Die Frage, wie können eigentlich eine grund- und menschenrechtliche Form von Digitalisierung stattfinden? Wie kann Digitalisierung tatsächlich zu einer Demokratisierung beitragen und Demokratie stärken, statt sie abzubauen und zur Überwachung beizutragen? Das sind Fragen, die stehen ja überall an. Und trotzdem ist es eben auch so, dass wir immer wieder neue Schwerpunkte setzen müssen und gucken müssen, wie wir damit auch an eine Öffentlichkeit und eine breitere Öffentlichkeit, wie wir die erreichen können. Zu dem Zeit war ja der Koalitionsvertrag relativ neu, von daher ging natürlich auch ein bisschen um diese Frage, wie sieht der eigentlich aus? Es ist klar, die Digitalisierung hat Vorrang nach dem Koalitionsvertrag, das macht Hoffnung, es hat ja auch zu einigen zustimmenden Voten für diesen Koalitionsvertrag geführt, zugleich aber sind die Gefahren und Stolpersteine mehr als deutlich.
Daten sollen eben nicht alle und grundsätzlich befreit und verfügbar werden. Datenschutz versteht sich nicht von selbst und der wird sich auch mit der neuen Regierung nicht von selbst verstehen. Gesundheitsdaten bleiben sensible Daten und Forschung dient nicht in jedem Fall den gesellschaftlichen Interessen, sondern manchmal eben auch den Interessen des Unternehmens und denen vorrangig. Digitalisierte Wahlen bleiben unsicher, auch dann, wenn sie in Betrieben und zu Betriebsratswahlen eingesetzt werden. Vielleicht, und das ist die Hoffnung, die ein bisschen auch Ergebnis dieser Mitgliederversammlung war, gelingt es uns einfach an einigen Punkten aus so einer defensiven Abwehr von den Zumutungen in den Gesetzen in eine aktive Gestaltung von Forderungen zu kommen. Wir wollen versuchen, manchmal zumindest vor diese Lage zu kommen und mehr gestaltend aktiv werden zu können. Dafür brauchen wir aber vor allem auch Mitarbeit von den Mitgliedern und vielen weiteren Interessierten. Deshalb laden wir dann auch alle ein, ihre Kritik am Koalitionsvertrag und an den gegenwärtigen Entwicklungen, politischen Entwicklungen einzubringen und eventuell auf dem NPA vorzustellen, also auf dem Netzpolitischen Abend. Der Netzpolitische Abend wird immer wieder ein Ort sein, an dem ihr alle auch über eure Projekte und über eure Kritik an Entwicklungen und der Politik der Regierung berichten könnt. Wir hoffen sehr, dass der NPA auch wieder der Ort wird, an dem wir konkret miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsame Projekte und Aktionen planen können. Also, auf ein neues und auf ein hoffentlich gutes, besseres neues Jahr. Gut. Wenn es dazu Fragen gibt, nein, dann dürft ihr weitermachen. Keine Fragen, vielen Dank, Elke. Du wolltest das gleich machen? Nee. Ja, Tom erinnert mich gerade, dass Vorweihnachtszeit ist, auch wenn wir keine Spekulatius haben und Vorweihnachtszeit ist Spendenzeit. Ich weiß, dass sau viele NGOs und Vereine und sonst was alles um die Gunst der Spender konkurrieren. Und naja, ihr habt gehört, es gibt eine Menge zu tun. Wir sind relativ schmal besetzt, aber wir tun unser Bestes. Und um das weiter tun zu können, werdet Teil der digitalen Lobby. Unterstützt uns entweder mit einer Einmalspende oder am besten werdet Fördermitglied. Und dann seid ihr das ganze Jahr dabei, bekommt ein wunderschönes T-Shirt und eine Tasche und tut tatsächlich was Vernünftiges, sodass wir weiterarbeiten können.